Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Warcraft. Immer noch etwas kürzer, wie gesagt, ich bin ja immer noch krank und deshalb gibt es erstmal nur verkürzte Parts, weil ich weiß nicht, wie lange ich das mal durchhalte, ohne zu husten oder zu niesen oder irgendwas etc. Und ich hält es auch nur so bedingt auf meinem Stuhl hier. So, unsere Aufgaben. Wir müssen wieder mal Hosen killen und... Also alles, was Hosen oder Shatling ist, müssen wir umkloppen. Dann können wir diese, müssen wir diese Fässer hier quasi aufmachen. Und da sind immer so eine Mönche drin. Den da dürfen wir nicht zu nahe kommen, weil der uns sonst mit so einem Fass wieder bewirft und wir da eingesperrt werden. So. Ich habe noch mal kurz was geguckt. Ja. Okay. Was müssen wir eigentlich noch machen? Geisterwasser-Essenzen sammeln, genau. Da war noch was, was ich vergessen hatte zu erwähnen. Geisterwasser-Essenzen sammeln. Oh, ich mag den Typen nicht. Der geht mir voll auf den Zünder. Komm, lauf weg. Geht doch. Ich kann euch ja mal gleich zeigen, was passiert, wenn man denen zu nahe kommt. So, erstmal hier noch ein paar Fässer aufkloppen. Brauchen wir ja leider auch noch. Alles geht eigentlich am schnellsten. Ätzner werden diese Wassergeister, die sind hier hinten. Und von denen brauchen wir eben halt so eine Essenz. So, da kommt der Chef. Ich bleibe zwar einfach hier und plumm, wir werden in ein Fass gesperrt. Und dann kriegen wir hier diese Taste und damit können wir uns quasi wieder befreien. So, mal wieder Verstohlenheit angenommen. Kurz mal warten. Das ist ein komisches Edon. Okay, der sieht uns also auch in der Verstohlenheit. Das ist ja wirklich sehr eigenartig. Aber okay. Ich werde mich erstmal primär um diese Geisterwasser-Essenzen kümmern, weil die sind alle ein bisschen schwerer zu kriegen. Komm mal mit hier. Peng. So, da war natürlich keine drin gewesen. Wäre auch zu einfach. Komm mal her, du hier. Das ist wirklich das, was wieder am längsten dauert, halt Essenzen sammeln. Man kennt's ja nun. Besonders wenn es nur so eine geringe Menge ist wie 3, da kann man sich schon ausmalen, dass es wieder mal etwas länger dauert. Bang. Da denn gerade rumgehüpft. Komm mit. Komm, komm, komm. Well, nicht zu nah an der Straße stehen, kein Bock, ein Fass abzukriegen. Okay, die 3 Essenzen haben wir voll. Nice. Ja, mal kurz was essen. Und dann werden wir uns mal noch um den letzten, also den letzten jetzt befreien aus dem Fass und dann kümmern wir uns um die Shatling und Hosen und wie sie alle heißen. Flupp. So, da haben wir ja genug Opfer, die wir umbringen können. Kommen. Peng. Gut.
gut. So, da haben wir noch mehr. Schon blöde, wenn man schläft, ne? So. Da liegt der nächste. Okay, das kriegen wir auch alles noch ziemlich schnell hin. Dann haben wir ja die nächste Questreihe auch schon wieder fast abgeschlossen. Also von daher ziemlich easy alles. Ich hasse den Typen. So, dann mal zur Abwechslung mal was anderes töten. Als Husen, mein Chatling. So. Wo ist der hin? Hä? Was ist mit dir, Phase? Bleibst du hier? Nimm das Geld. Danke. So. Na komm. Oh. Ja, danke. Du blödes. Wo will der denn hin? Egal. Meine Gifte machen mich sowieso irgendwann platt. Du entkommst mir nicht. Okay, dann müssen wir noch immer noch zwei Viecher killen. Da kommt schon wieder dieser komische Affe an. Wenn wir mal hier oben gucken. Da ist noch einer. Ja, der liegt ja echt perfekt. Ah, komm, uck, weg mit dir. Danke. So. Ach komm, stirb jetzt schnell. Und dann holen wir uns noch den Schädling da hinten. Ach, da draußen hüpft übrigens der zweite Boss rum. Na komm. Oh, ich hasse es. Ich hasse Gegner, die wegrennen. Komm her hier. Ey, Bug-Using ist unfair. Na egal, tot bist du trotzdem. Das gibt's ja wohl nicht. So, dann ab zu Chen. Und dann können wir unsere drei Quests abgeben. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. So, ihr drei. Erstmal Lilly. Dann Chen. Ach, da gibt's ja noch was für. Oh, Tempo ist eigentlich auch nicht mal schlecht. Ich glaub, das nehmen wir. So, und der letzte. So, dann legen wir mal unser Tempo-Teil an. Plupp. So, und jetzt kriegen wir einen blauen Kopf. Besiegt Eddie, Yoga und den sprudelnden, das sprudelnde Bierelementar, genau. So, und jetzt dürfen wir in die Brauerei Sturmbräu. Ohne Gruppe. Und müssen da mal ein paar Viecher platt machen. So, da ist Eddie und da ist schon einer am Kämpfen fleißig dran. Da helfen wir doch glatt mal mit. Ah ja, lauft über die kleinen Blasen. Jetzt kommt das gleiche, was wir schon auf den Acker gelernt haben. Mit denen rüberlaufen. Wir müssen über diese kleinen Bläschen auf dem Boden laufen, damit sein Schild wieder kaputt geht. So, und jetzt müssen wir Eddie anklicken und zack, haben wir ihn wieder aus seinem komischen Wasserschild draußen. Ja. Au. Positioniere mich heute wieder echt für den Arsch. Egal. Ah, ein Wasserschild. So, dann können wir gleich wieder mit dem Blasenlatschen anfangen. Dum 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 dum. Ja, wir lernen neue Mechaniken kennen.
So, und jetzt wieder anklicken, den guten Patz. Und weiter geht's. Das dürfte jetzt auch hoffentlich sein Ende sein. Nicht, dass er dann nochmal hier mit so einem blöden Wasserschild ankommt. Ach, er kommt natürlich nochmal mit so einem Wasserschild an. Blum, 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 blum. So, und wieder rüber. So. Haben wir ihn? Oh, das ist ätzend. Eddie getötet. Okay. Der wäre erledigt. Und jetzt werden wir automatisch weitergeführt zum nächsten. Der 3. Und zwar zu Yoga. Müsste jetzt eigentlich kommen. Ja. Der komische Hosen. Mit Lilly zusammen. Ja, und hier war das, glaube ich. Wir müssen, ach genau, ihn mit Fässern hier abwerfen, damit er mal still hält und wir ihn eine reinhauen können. Was wir nicht machen dürfen, ist auf die Bananen zu latschen, die er überall platziert. Wir wollen ja schließlich nicht Mario Kart spielen, sondern WoW. So, er läuft wieder. Dann kriegt er natürlich wieder ein Fass am Kopf, damit er wieder still steht. Und Lilly ihn nach Strich und Faden mal so richtig schön vermöbeln kann. So, peng, damit haben wir den auch weg. Und jetzt müsste es eigentlich wieder automatisch weitergehen. Und jetzt dürfen wir das sprudelnde Bierelementar killen. Ach du Scheiße. Müsste eigentlich Chen rumlungern. Was greift jetzt an? Ach so, die ganzen Bierelementare. Okay, dann machen wir mal Bierelementare platt. Viel aushalten tun sie sowieso nicht. Aber mit Chen geht es halt alles noch ein Stück schneller. Ich glaube, alle müssen wir sowieso nicht killen. Irgendwann kommt dann das große Bierelementar automatisch. Oder müssen wir doch alle killen? Hm. Sieht ja beinahe so aus, wa? Ja, wir müssen doch alle killen. Entschuldigung. Da habe ich wieder Mist gelabert. So, und du noch? Jetzt müssen wir eigentlich alle haben. Genau, die springen alle in diesen komischen Topf da rein. Und jetzt kommt das Bierelementar. Und den müssen wir jetzt natürlich auch noch umhauen. Der macht irgendwie so einen Mist, wo wir nicht drin stehen dürfen. Und so eine Wellen habt ihr gerade gesehen. Na gut, den Wasserblitz hätte ich jetzt auch unterbrechen können. Schon wieder. Und jetzt hauen wir den einfach nur noch um. Ich glaube, konnte der noch irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Ich glaube, dolle war er nicht. Das gute, blöde Bierelementar. So. Ach komm, stirb jetzt. Das war auf dem Senkel. Konnte man irgendwas mit den Fässern machen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon irgendwie nicht gelesen, wenn irgendwas da stand. Ich glaube nicht. Jetzt haben wir immer unterbrochen. Ja. Ist doch in Ordnung, ich weiß, wie ich drin stehe. Und? Egal. Gleich ist er hin. Und tschüss, mein Lieber. Ja, damit haben wir alle drei geschafft. Dann holen wir uns mal unseren schönen, netten, blauen
Gegenstand ab. Noch. War doch eine coole Endaktion für so ein Part. Da gibt einen Helm und einen Helm. Oh ja, der ist sehr viel besser. Den legen wir auch glatt mal an, den guten. Peng. Hat sich wahrscheinlich vom Design her sowieso nicht viel geändert. Ne, gar nicht. So, und jetzt kriegen wir von ihr noch die Quest, dass wir. Ach nee, das ist was anderes, stimmt. Normalerweise würden wir jetzt hier die Quest noch von Chen bekommen, dass wir da reingehen sollen. Und natürlich ihn drin nochmal anquatschen sollen. Und dann hätten wir Instanz-Quest bekommen. Aber dadurch, dass wir die ja schon fertig haben, kriegen wir die nicht nochmal. Okay, Freunde. Ja, wie gesagt, sorry. Ich hoffe dann, ab dem nächsten Part bin ich wieder vollkommen fit und dann geht's auch wieder normal weiter. Okay, bye bye, euer Tamix.